Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, wenn ihr das seht, es wird wahrscheinlich ein Paris-Vlog. Es ist 23.45 Uhr, ich bin noch auf der Formel-1-Strecke. Heute ist Valentinstag, meine Freundin schläft schon. Ich habe den Dubu Cash Cup gespielt, war dann auf der Strecke, habe mir ein paar Videos angeguckt. Also der perfekte Valentinstag. Mein Chat ist hier auch am Start. Lasst ein Abo da, wenn ihr das seht. Wir fliegen in 7 Stunden. Ich mach durch. Lasst ein Like auf das Video da, wir versuchen mal die 500.000 Likes. Lasst mal jetzt auf Real Talk-Basis ein Abo da. Tut niemandem weh, ihr Knechte. Ja, und ich zeige euch, ich wollte nur mal hier so ein Intro aufnehmen. Outfit für Paris. Hoodie von Essentials. Ich finde die Farbe richtig geil. Ich muss mit Elevate auch in dieser Farbe so dieses Olivgrün. Da haben wir noch keinen. Meine Pyjamas. Ne? Pyjama und mein Fortnite-T-Shirt. Ein langes weißes T-Shirt. Das wird man eh nicht sehen, damit es unten so leicht rausguckt. Dann meine Elevate-Hose. Und Schuhe muss ich noch mal überlegen. Ich glaube, aber die Männer werden es. Ach ja, was ich vergessen habe. Das Nackenkissen natürlich. Ich wollte erstmal das Blau mitnehmen, aber das passt ein bisschen besser zum Outfit. Ich habe gerade das Taxi bestellt. Um 4 Uhr ist es hier. Es ist 3.15 Uhr. Ich muss wirklich durchmachen, ne? Ich muss dann halt im Flieger schlafen. 2 Stunden. Wir schreiben 4.05 Uhr. Ich habe nicht geschlafen. Die Frau ist immer noch nicht fertig. Diego, tschüss. Pass auf, keine Scheiße bauen. Nirgendwo hinpullern. Nichts Verrücktes machen, okay? Meine Schwester passt auf euch auf. Keine Scheiße machen. 4.10 Uhr und die Frau hatte schon ihren ersten Nervenzusammenbruch. Ja, weil du schon gemeckert hast. Ich habe nicht gemeckert. Sie will immer nur Sachen verändern. Sie sagt, ich soll Licht anlassen für die Katzen. Ich lasse das nie. Ich mache das nicht. Die sind daran gewohnt. Ganze Nacht oder erst seit Tag? Arbeiten, da kann man wirklich nicht sagen. Ich werde seit 5 Stunden habe ich 8,90 Euro gemacht. Oh, okay. Wir sind jetzt da. Die Frau hat sich wirklich eine Stunde mit dem Taxifahrer unterhalten. Kommt ein ganz wichtiger Moment. Sie heißt auf Griechisch anders als auf Deutsch. Dein Nachname wird anders geschrieben. Und ihr Deutscher ist abgelaufen. Und ich habe den Deutschen aber angegeben, weil das eine Überraschung werden sollte. Und da steht jetzt ein falscher Name drauf und wir müssen das jetzt hier klären. So, wir sind jetzt durch den Security-Check. Ist immer noch nicht klar, ob die Frau mitfliegen darf. Warum sagst du sowas? Und die meinten zu uns, wir müssen irgendwas ausfüllen, um einzureisen, aber im Internet stand eigentlich nichts von ausfüllen. Wir müssen das ausfüllen? Sie meinte, wenn der Check-in-Mitarbeiter das gesagt hat, dann ja. Sidney hat mir irgendeine Seite geschickt, wo ich das machen soll. Da stand so, diese Seite ist Scam. Füllen Sie auf gar keinen Fall diese Sachen aus. Sie nutzen das, um persönliche Dokumente von Ihnen zu holen. Ich schickte Sidney, er sagt, oh, ich habe das schon alles ausgefüllt. Ich habe die Hoffnung ausgegeben, Freunde. Ich gucke mir das ganze Spektakel jetzt von hier an. Und die Frau kommt jetzt mit den Informationen. Wir haben den dritten Mann. Ich werde übrigens gehackt und irgendwo ist beschritten. Die haben Passenger falsch geschrieben auf der Seite. Das steht Passenger. Wir sind jetzt im Vogel. Wir fliegen 2 Stunden. Leute, kennt ihr dieses Wasser, was es immer am Flughafen gibt? Oder bin ich die Einzige? Du bist wahrscheinlich die Einzige. Wir sind jetzt in Paris angekommen. Wir müssen jetzt einfach noch 1,5 Stunden mit Auto fahren. Oder Taxi, besser gesagt. Der war gerade ein Abonnent. Der ist Franzose, ist auch in Frankreich geboren, aber seine Mutter ist deutsch und deswegen kann er auch fließend Deutsch. Und der guckt mich hier aus Frankreich. Die Frau redet hier auf einmal Französisch. J'ai regardé et ce sont 33 kilometers, je pense. Die kann einfach Französisch. Ich kann nicht mal richtig Deutsch. Wir sind jetzt da im Hotel. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist richtig krass hier. Hier steht eine fette Villa nach der anderen. Ich sag's euch. Angeblich sind wir in einem Hotel mit den Paris-Spielern. Hier stehen nur so eine fetten Villen, ne? Ist auch voll schön hier. Zack. Und hier, ich weiß nicht, ob man sieht, das geht so einmal komplett rum. Das war anscheinend hier auch das Hotel von der Frankreichs Nationalmannschaft 2016. Ich filme euch hier mal alles ab. Wir sind jetzt hier drinnen. Wir haben so eine Kleinigkeit. Eigentlich das Frühstück ist zu Ende, aber wir durften hier noch was nehmen, was übrig war. So Leute, ich mache jetzt die Roomtour. Das ist unser Bad. Edi liegt schon im Bett. Und ist müde. Da ist die Aussicht, musst du sagen. Ach, hier ist die Aussicht. Ist nicht ganz im Zentrum von Paris. Übrigens, kurze Story, wie ich überhaupt die Karten, woher ich die Karten habe. Weil da werden viele wahrscheinlich fragen, wie teuer das waren so. Ich habe die Karten und diese ganze Reise von Julian Draxler und seinem Geschäftspartner geschenkt bekommen. Ich hatte damals Werbung gemacht für deren Haarwachs. Und ich hatte noch sozusagen etwas gut. Und da haben die mich gefragt, oder da hat mich der Geschäftspartner gefragt, ob ich nicht Lust habe, hierher zu fliegen. Da meinte ich gerne und so. Der war auch sehr, sehr nett. Hat dann hier
alles organisiert. Reise, Hotel. Groß geht raus. Vielen lieben Dank dafür. Ihr könnt gerne nochmal das Havax auschecken. Der hat schon von echt vielen Fußballern die Haare geschnitten. Auch so echt bekannteren. Und sogar von Krisch. Der Mann hat von Ronaldo die Haare geschnitten. Ich glaube, ich würde mir die aufbewahren, die Haare, ne? Nochmal, das ist Outfit-Variante Nummer 1. Sie labert mich voll, dass ihr Weihnachtspullover ihre Outfit-Variante Nummer 1 ist. Ja, weil der warm ist. Und im Stadion ist es kalt und es ist wichtiger, dass es warm ist. Ich habe Angst, dass ich richtig doll schwitze jetzt auf dem Weg zum Eiffelturm. Okay, was ist Outfit-Variante Nummer 2? Du lachst mich nur aus. Nein, das ist zeig Outfit-Variante 2. Das ist dein Strick-Zweiteiler. Naja, der und dazu habe ich noch nur so die passende. Und als drittes habe ich meine Ja. Okay. Das ist jetzt das Produkt. Stell dich mal hin. Ja, das sieht cool aus. Ja, das sieht cool aus. Das ist es. Das ist jetzt Outfit-Variante 2. Den Strickpullunder oder was da ist, das sieht cool aus. So Creme-Look-mäßig. Wir treffen uns jetzt kurz mit Julian Draxler und Mustafa, seinem Geschäftspartner, unten in der Lobby und gehen dann in die Stadt. Die Frau ist schon ganz nervös. Hier, Eiffelturm da, Louvre hier. Wir haben 6 Stunden Zeit, bis wir im Stadion sein müssen. Messi ist jetzt gerade hier, Chat. Messi und Mbappé. Ich weiß nicht, ob Neymar spielt. Auf jeden Fall ist Messi und Mbappé hier irgendwo. Wo sind denn die Jungs? Dann lasst uns doch mal auf ein Techte-Mächte ein. 1-1. Komm jetzt, Messi. Komm jetzt ran. Ich weiß nicht, ob du vorbeikommst. So cool. Der Paris-Bus. Meine Fresse, hätte ich mir das kurz mal nicht gerissen, wäre ich auch hier. Irgendwo da. Hier ist irgendwo Messi. Ich kann ihn riechen. Das sind die Jungs. Wir sitzen jetzt hier ganz normal und ich kann euch das erzählen. Die sind sehr, sehr bodenständig alle. Nochmal Dankeschön für die Karten. Ne, Melina? Ja. Sie versteht gar nicht. Sie hat vorhin gesagt, kann ich mir auch kurz reingehen und mir einen Tee holen, wenn mir kalt ist. Der holt sich keinen Tee, das ist Paris gegen Real. Da würde Leute sich ein Bein abhacken, um da hinzugehen. Ja, ja. Wir haben hier noch gechillt. Julian ist jetzt pennen gegangen. Ja, ich wollte ihn jetzt nicht die ganze Zeit eine Kamera in die Fresse halten, Freunde. Haben mir so ein paar Sachen erzählt, zur Spielvorbereitung und wie das da so abläuft für Paris. Und wie Messi drauf ist und sowas, habe ich auch gefragt. Wir fahren jetzt in die Stadt, wir gucken uns so ein paar Sachen an, gehen danach alle zusammen essen und davor gehen wir auch essen. Eiffelturm, F in den Chat, alles ausverkauft. Und Louvre hat zu, macht erst morgen auf. Freunde, das Ding ist hier auch gefühlt krasser überwacht als alles andere. Die lassen hier keinen rein. Unser Uber wurde hier gerade erstmal Rundumcheck, weil du darfst hier einfach nicht rein. Wir sind überall Securities. Das ganze Hotel wurde abgesperrt. Wir sind hier vorhin einfach reingespaziert. Das ist übrigens die Marias Auto. Ist ja ein schlechtes Auto. Der Eiffelturm. Und das ist es jetzt? Ja, da gehen wir wahrscheinlich morgen rauf. Das ist der Mann, Freunde, der mir auch hier die Karten organisiert hat. Wirklich super, super, super. Link ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr habt es gesehen, der hat schon den ein oder anderen Fußballprofi die Haare geschnitten. Der macht einen super Übergang. Der hat Ronaldo die Haare geschnitten. Wie kam das zustande? Das interessiert mich wirklich. Also, das war, wo die in... die hatten ein Champions-League-Spiel in Leverkusen mit Juventus. Ja. Und der Pjanic wollte die Haare geschnitten haben. Ja. Die waren dann in Köln, also Nähe Köln. Und dann habe ich eigentlich aus Spaß gesagt, ob der nicht fragen kann, ob der Ronaldo auch nicht schneiden will. Also Pjanic. Der Pjanic, okay. Den Ronaldo fragen will. Ja. Das war eigentlich so... Einfach eigentlich Spaß. Ganz aus Spaß. Und dann hat er 5 Minuten später geantwortet, der will dann auch die Haare geschnitten haben. Und dann sind die zu dir gekommen, in den Laden? Dann, nee, ich war bei denen in dem Hotel. Ich hatte erst Pjanic geschnitten, dann Alexandro. Ja. Dann wurde es eigentlich schon recht spät. Ja. Aber ich habe mir eigentlich gedacht, der wird niemals um die Uhrzeit noch kommen. Ja. Und dann kam der dann einfach nur ins Zimmer rein. Der wollte erstmal nicht schneiden, der wollte nur die Konturen sauber machen. Ja. Dann hat der Pjanic angeguckt. Guckt mich an, guckt Pjanic an, dann sagt er, kannst du mir doch die Seiten schneiden? Dann habe ich gesagt, ja klar. Und wie ist es so? Ihr habt doch geredet wahrscheinlich, ne? Wir haben geredet, ja. Also am Anfang war ich extrem... Schüchtern. Also, nervös. Meine ja, ich auch. Extrem am Zittern. Ja, ich vor, du dann habe ich mir gedacht, entweder du schaltest den jetzt aus oder du verkackst. Ja, ja, ja. Und dann musste ich den halt komplett abschalten, der war einfach nicht da. Ja, stell mal, du hast eine zittrige Hand und dann verkackst du Ronaldo seine Frisur. Das hatte ich ja im Kopf. Ja. Und, aber zum Glück war es sehr, sehr gut. Ja, das ist... Ich glaube, der hat mir während des Schneiden 8 oder 9 Mal gesagt, wow. Wirklich? Like it, ja. Das ist gut, das ist super. Willi, wenn du das siehst, dreimal hat er mich umarmt. Wirklich? Dreimal. Ich wäre einen Monat nicht duschen gegangen. So, wir sind jetzt hier. Wo ist das Louvre? Das da? Das ist das Louvre, Leute, das wusste ich. Okay, das ist das Louvre, diese Glas. Das ist das Louvre, Chat. Hier ist Le Carousel, irgendwas. Le Carousel, Le Flamand. Die Frau ist so glücklich. Wow, also nur weil wir hier durch die Gegend steppen, oder wie? Weil es so schön ist. Chat,
Hand in Hand? Und jetzt werde ich die auch schon checken. Wir laufen Hand in Hand in Paris. Sagt Le Bleu. Paris, no front, hässliche Häuser. Also jetzt mal nicht so, ne, Sehenswürdigkeiten, sondern in der Stadt ist alles sehr alt und so, finde ich. Freunde, guck mal, ich hab die überrascht. Ich hab da so ein M rangeklebt mit Herzen. Das war nicht schon vorher da. Das hab ich gemacht. Ah, das hört sich voll cool an. Ist das hier was geben? Was ist das jetzt hier? Da drinnen seht ihr ganz viele griechische Statuen. Griechische Architektur. Und warum steht das in Griechenland? Weil es geklaut wurde. Digga, er ist der coolste, ne? Ich geb den gleich nochmal einen Zehner oder so. Er macht Schindlers Liste Soundtrack an. Guck jetzt. Geiler Mann, ich hab Gänsehaut. Digga, und die tanzen einfach auf der Straße, ne? So werden gerade TikToks aufgenommen. In jeder Ecke gibt es einen Café, ne? Ich mach nicht mal Spaß. Café de Paris, Café Brasé. Pedro, wo ist Café Pedro? Ich möchte zu Pedro. Wir sind jetzt in so einem französischen Café mit so Blumen, Ausblick. Wie in so einem Film, wirklich. Das ist genauso. Wir sind jetzt hier. Galerie Lafayette Champs-Élysées. Ja. Und hier ist auch gut was los. Hier ist so, glaube ich, wie Hauptstraße. Wir sind jetzt hier in so einem Parfümland. Montale. Ich kenne die nicht mal, ne? Ich nehme jetzt die beiden hier. Das ist hier so Vanille. Ich habe noch keinen Vanilleduft. Das ist mein erster Vanilleduft. Den hier noch gut. Das soll der Bestseller sein. Den ist schon mal gespannt. Jetzt hier fetter Louis Vuitton Store und daneben direkt ein fetter Dior Laden. Und er hat mir erzählt, das ist einfach nur, da ist nicht mal ein Dior Store drin. Die haben das einfach nur gemacht, um die abzufangen. Das ist jetzt der Triumphbrunnen. Hier sind wir gerade eine Stunde gefühlt hingelaufen. Meine Beine tun weh. Aber ich sag euch so, wie es ist. Das ist echt romantisch hier so. Freunde und hier, wir haben jetzt wieder die nächsten Abonnenten getroffen. Ich glaube, das sechste Mal heute oder so aus Frankfurt Hauptwache. So, jetzt sind wir bei diesem einen berühmten Laden hier in Paris. Wie heißt der? La Durée. Hier kannst du Macarons kaufen und die Dinger wurden hier anscheinend erfunden. Das Teil kostet 45 Euro. Kann ich damit fliegen oder was ist hier los? 18 Euro? Langues de Paris. Ist das für Katzen oder wie? Soll ich mir Manfred was mitbringen? Digga, ich fühle mich hier so, als wenn ich mir hier irgendwie Schmuck aussuche oder so. Die ziehen auch so Handschuhe an und haben so Anzüge an und so. What is the best? What is inside? Cream. Ah, yes, one of them. Und jetzt soll noch einer sagen, ich kann kein Englisch. Hilfe, war das schon wieder souverän von mir runtergespielt. Digga, ich habe jetzt hier gerade 40 Euro für ein paar Teile hier bestellt. So, wir sind jetzt im Auto. Edigella sehr angeschlagen. Die letzten zwei Stunden fand ich hart. Wir machen jetzt den Food-Tester für euch. Zweimal. Salz und Karamell. Du musst halt den Geschmack mögen. Gut, oder? Ah, sehr lecker. Das ist nicht so mein Fall. Nee. Karamell war besser. So sieht das Pistazie aus. Ah. Nee, nicht so. Die sind aber sehr süß, ey. Ich mag Pistazien. Da hinten war es. Da hinten war Gaga. Digga, hier ist die Hölle los. Hier ist die Hölle los. Ich weiß nicht wohin. Wir mussten aussteigen, weil alles voll ist. Alter Schwede. Digga, ich hab hier Angst. Ich war schon oft im Stadion. Ich hab vorhin nicht gefilmt, weil ich Angst hatte, abgestochen zu werden. Die schreien hier rum mit Lautsprechern. Ich bin so froh, dass wir so einen extra VIP-Zugang haben. Da hinten geht die Hölle ab, ich sag's euch. Ich glaube, dass Sydney sich da hinten anstellen muss. Digga, diese Paris-Fans, die sind crazy. Ich sag euch so, wie es ist. Der Hamster ist im Käfig. Wir sind drinnen. Der Hamster ist im Käfig. Nice, nice. Wir werden zu unserem Platz gebracht. Cool. Cool. Digga, wir sitzen hier und hier ist der Platz. Was auch so cool ist, ich habe einfach Beinfreiheit und vor mir, das wird nachher alles weggemacht, glaube ich, ist niemand, der hier irgendwie hochspringt oder irgendeine Glatze im Hintergrund. Ich habe hier Freizeit, das ist cool, Freetime. Ihr wisst, was ich meine. Von wem sind hier die Söhne? Ist es Matteo? Nee. Macht euch mal warm, Männer. Macht euch mal warm. Verletzungsprävention. Zeigt mir hier mal Vinicius. Zeigt mir mal heute, was du drauf hast. Da hinten sind die Jungs, die anderen. Ja, mit A. Ja, ja. Sag mal, der flüstert die Zahl. Der flüstert die Zahl. Gleich, gleich.
Statement von mir zum Stadionsprecher, verquatscht gewesen. Ich mache bessere Ansprachen bei Mario Kart Turniere. Es macht total viel Spaß, Leute. Ja. Also bis jetzt, wer ist der beste Spieler auf dem Platz? Also ich finde Mbappé richtig gut. Mbappé ist echt ein Macher. Das ist echt krass, Digga. Der nimmt den Ball an und der ist so dynamisch und spritzig. Der hier vorne, der ist auch gut. Mensch, no Mensch. Der ist auch gut. Scheiß Kamerad. Verletzungspause. Medina war in der Cam. Aber nicht in der Fernsehcam anscheinend, aber hier in dieser Stadioncam. Du musst ins 1-1 spielen. Hör mir auf damit. Nein! 1-1 und Schutz. Der Torwart muss sie erstmal halten. Tiefe Torwart muss den erstmal halten. Was? Ich habe mein Aber ja. Jetzt möchte ich hier aber auch Matteo Messi sehen. Wo ist Matteo Messi? So, wir sind jetzt hier. Digga, hier ist ja der Wahnsinn. Hier ist der Typ, der dieses Samuel gesungen hat, dieses Frankreich-Lied. Hier ist der, hier ist Lukakus Bruder, habe ich gesehen. Ich habe Jerome Boateng gesehen. Digga, guck die noch nicht an. Ja, bisschen hier, bisschen da. Das ist super, hier. Guck mal hier, zack. Und die nächste Million. Ja, ich glaube, der hat 7 Zimmer 100k gewählt. Der ist auch wirklich sehr trippig.
wenn das Tempo jetzt einfach hoch, Leo. Oh, er muss spielen. Message ist, show me what you can do. Wo schießt er hin? Oben links. Oben links. Messi, jetzt darfst du nicht choken. Über Standbein rechts, das trau mir einfach. Wiederholung! Wiederholung! Nein, 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 nein! Ecke! Ecke, noch nicht wiederholen! Noch nicht wiederholen! Oh mein Gott! Ja, er hat gehalten! Und jetzt gegen Tor kommt er und dann kannst du gewinnen! Trümmerbruch! Alter Schwede, Hilfe! Sei mal Vinicius! Nee, ist quatschig. So. Geil. Geil verteidigt. Yeah. Oh mein Gott. Guck, das meint das nächste Weichgeld hier an. In der nächste, der den Verein locker macht. Nochmal, was du sagst. Du würdest sie anschreien, wenn du Trainer wärst. Warum? Ich würde sagen, warum steht da niemand? Da ist zweimal jemand vorbeigerutscht. Zweimal. Weil sie den zweiten Pfosten nicht besetzt hätten. Das ist die Schule von mir. Bei D-Day Sports. Aus wieder in die Box oder in die Box Abschluss oder Grundlinie entlang und mit 150 km/h das Ding flach oder halb hoch reinhauen. Irgendjemand hält einen Schnappen hin und den Strafraum besetzen. Das ist es. Jetzt mit Amam, vielleicht mit Gamer Brother, ich weiß es nicht ganz genau. Sydney, Anton kommt nicht mit und ja. Hier laufen dann immer die Spieler rein, das ist ja verrückt. Digga, guck mal, wer alles mit sich hier war. Wenn das keine 10 von 10 ist, ist der Laden vom Essen. Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Travis Scott, Paul hier, Beckham Junior, ja, Rihanna. Also wenn das keine 10 von 10 ist, ich gebe euch den Schlachtplan. Wir nehmen einmal Burrata. Burrata super. Wir nehmen Gamberetti Fritti. Wir vorspeisen, Melina und ich. Dann teile ich mir mit Amar Tomahawk Steak und ich nehme mir noch die Nudeln. Der Mann ist jetzt auch am Start. Anne ist auch am Start. Real ist scheiße, Digga. I would like to be
Oh mein Gott. Happy ordered Tomahawk Steak. Okay. Das wissen gar nicht so viele, was es ist. Das ist sowas ähnliches wie Mozzarella, aber so halt flüssiger. Das ist Mozzarella, oder? Ich weiß nicht, was es ist. Nee, es ist kein Es ist super lecker. Burrata 9 von 10. Shrimps 6,5 von 10. Aber das war das beste Burrata, was ich je in meinem ganzen Leben gegessen habe. Safe. Was ist das da? Lachs. Lachs mit Pommes. Das ist wie in so einem. Ich weiß nicht. Very nice. Tomahawk Steak. Aber auch nicht teilen uns das. Ich trete dir ins Gesicht, wenn du nur das Filet nimmst. Statement zum Essen: Hummer, Nudeln waren eine 6 von 10. Steak waren eine 8 von 10. Bei mir in den Nudeln waren so Schalendinger manchmal. Ich weiß, das kann passieren. Aber es ist so nice. Jetzt haben wir noch Obst. So, nächster Morgen. Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, Freunde. Wir haben jetzt hier heute noch einen Tag, aber... Naja, noch einen Tag. Wir haben zwei Stündchen zum Frühstücken, aber reicht das. Wir machen mal alles in einem Video, weil im Spiel nicht so viel passiert ist. Ich kann ja nicht ein einzelnes Video hochladen. Deswegen machen wir beides in einem Video. Dann haben wir ein sehr langes Video, haben sich eben sehr viele gewünscht gehabt. Lasst ein Like auf das Video da, wenn euch das gefallen hat. Wirklich, das bringt das Video auch was. Lasst ein Abo umsonst da, ne? Melina? Ja, lasst gerne ein Abo da für Eli. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ehrlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat. Ja, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, ehrlich. Ja, das ist doch interessant zu wissen. Ja, macht mal wirklich, was hat euch im Video gefallen? Und jetzt, Kuss. Darf ich noch von meiner Stadion mal ja. ersten richtigen, also das war ja nicht mein allererster Stadionbesuch, aber mein erster Stadion, also das war mein, nochmal, das war jetzt mein zweiter Stadionbesuch und mein allererster Stadionbesuch in der Champions League. Und ich muss sagen, ich fand es richtig, richtig cool. Und vielleicht können wir uns ja nochmal bedanken, dass uns das überhaupt ermöglicht wurde. Das war echt eine schöne Erfahrung. Also wirklich auch nochmal danke, dass wir die Karten bekommen haben. Hotel, Flug, vielen lieben Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Wissen wir sehr zu schätzen. Und wir wissen es wirklich, wirklich sehr zu schätzen. Sehr, sehr cool. Ja, Freunde, ich hoffe, es gefällt. Und Kylian Mbappé war richtig krass. Okay, Freunde, das war's mit uns. Vielen Dank für den Support.